herzlich willkommen hier vom Stand von Thomasson. Ich stehe hier auch mit. Thomas Klamiel, ich bin der Geschäftsführer. Wunderbar. Und wir zusammen gucken uns mal die Produktneuheiten und was es sonst noch so bei Thomasson im Produktsortiment gibt einmal an. Ja, als erstes würde ich mal gerne sagen, wir haben den Stand hier komplett alleine gebaut. Also wir haben die Holzplatten hier alleine gemacht, bemalt. Das hat ein Auszubildender von uns gemacht, der nebenbei Tätowierer ist. Er hat also hier das Wappen gemacht. Ne? Das sind normalerweise Gitterboxen, Reifengitterboxen, wo man also Reifen normalerweise in Kette legt. Und die haben wir also dementsprechend umgearbeitet. Das ist mein privater Gartentisch. Ne? Und somit hat uns der Stand hier im Prinzip nicht viel gekostet, weil wir alles halt selber gemacht haben. Ne? Ja, und er ist vor allen Dingen auch schön offen. Also man kann auch schön durchgehen. Genau. Ne? Ja. Ja, genau. Das war auch Ziel, also dass der Stand also relativ offen ist und halt einladend ist. Ne? Okay. An Produktneuheiten kann ich hier einmal zeigen, das TN28 in der Größe 7,5 x 18. Außergewöhnlicher an dem Rad ist, dass das Rad 1350 Kilo hat. Speziell also für Fiat Ducato, Citroën Jumper. Parallel gibt es auch Ableger für VW Bus. Oder Mercedes GLE, die kleinen 350er, die also serienmäßig auch eine 7,5 x 18 fahren können. Das Rad ist so konzipiert, dass es Plug and Play, also auf dem Fahrzeug montiert werden kann mit Originalschrauben. Und ist in einem Flowforming-Verfahren gemacht. Also weltweit kenne ich kein Rad, was eine Radlast hat von 1350 Kilo und dementsprechend noch leicht ist. Genau, also da, wirklich speziell auch so dieser Campingbereich, der ja jetzt auch nach und nach auch mehr so der Trend geworden ist, jetzt auch in den letzten Jahren auch durch Corona. Ja. Viele haben sich ja einen Camper zugelegt und haben sich gesagt, dann brauche ich im Zweifelsfall auch mal eine schöne Felge drauf. Genau, wir sind also in dem Bereich also ungefähr 3 Kilo leichter als ein normales Rad. Das macht für den Camper schon viel aus, ne? Wenn er also 14, 15 Kilo mehr Zuladung hat, ne? Alleine nur durch die Räder. Ne? Und auch irgendwo ein Spritersparnis hat, ne? Also durch die leichten Räder. Genau. Also die Kombination aus hoher Traglast und trotzdem sehr, sehr leichtes Rad, das ist halt hier auf jeden Fall sehr, sehr gut umgesetzt worden. Genau. Ja, das war auch unser Ziel. Ne? Auch Wunsch von den Kunden teilweise. Ne? Ja. Ja, es ist auch generell ja auch so, dass auch Elektrofahrzeuge zum Beispiel auch sehr, sehr schwer werden. Generell auch von den Traglasten dann auch entsprechend höher sind. Ja. Da habt ihr ja bestimmt auch das ein oder andere im Sortiment, was dafür aussieht. Genau, da haben wir auch ein neues Rad. Da haben wir unseren Erfolgsschlager, den wir im Prinzip schon haben seit 2004. Das ist hier die TN1. TN1 Flow nennen wir sie, weil es auch ein Flowforming-Rad ist. Die machen in Kombination 8x19, 9x19, 8x20, 9x20, bis 930 Kilo ausgelegt. Passen also für sehr große SUVs und auch für SUVs im Allgemeinen, aber für große Fahrzeuge mit einer großen Batterie wie Tesla oder ähnliche Fahrzeuge halt, ne? Und auch in Kombination. Ja. Also das ist, wie gesagt, muss ich auch immer sagen, einer der Klassiker eigentlich von euch. Ja, ja. Klassiker-Felgen, ja. Das ist so eine Felge, die kannst du eigentlich gefühlt auf jedes Fahrzeug packen. Die passt auf jedes Fahrzeug, ja. Und wie gesagt, ist schon seit 2004 im Markt und ist immer noch mit einer unserer bestverkauftesten Räder. Jetzt haben wir nur halt die Kombination bzw. die Größen nochmal abgewandelt. Wir haben das Rad im Prinzip von 16 Zoll bis 20 Zoll jetzt, ja. In allen verschiedenen Einpressiven und alles Mögliche. Um aus dem Nähkästchen zu zitieren, ich habe Statistiken gesehen, es ist auch definitiv bei uns im Shop die meistverkaufteste Felge. Ja. Zwar jetzt nicht die ganz neue Editation als Flow-Felge, aber das Original auf jeden Fall. Ja. Und ich denke, das wird ein ähnlicher Kassenschlager werden. Ja, also ich bin davon überzeugt, sonst hätten wir es nicht gemacht. Ne? Sehr schön. Ihr habt hier noch um die Ecke, glaube ich, auch noch das eine oder andere Schöne. Ja, wir haben noch ein Highlight, wo ich noch nicht genau weiß, ob ich es machen werde. Da müssen wir noch einmal wieder hier um die Ecke. Das ist erstmalig, dass wir uns also in einem Bereich bewegen, wo wir also ein geschmiedetes Rad machen. Diese Größe, ich bin mir noch gar nicht ganz sicher, ob wir dieses Rad machen. Bei einem geschmiedeten Rad muss man nicht eine Form für bauen, eine Kokille bauen, sondern man kann, das Rad wird im Prinzip aus dem Vollen gedreht und danach geschmiedet. Ne? Deshalb entstehen bei so einem Rad keine Werkzeugkosten.
Es ist sehr, sehr aufwendig zu produzieren. Es ist sehr, sehr teuer in der Produktion. Und wir machen dieses Rad jetzt in 8,5 mal 19 und haben eine Traglast von 7,9 Kilo. Mir ist weltweit keiner bekannt, der ein Rad in 8,5 mal 19 macht mit 7,9 Kilo. Das ist schon also warm. Auch kein OZ, OZ, kein BBS, niemand. Also das ist schon absolute Irre. Mit einer Radlast von 650 Kilo muss ich dabei sein. Also die Radlast ist entscheidend mit dem Gewicht vom Rad. Genau. Aber das ist jetzt in dem Fall jetzt noch ein Prototyp in dem Sinne? Ja, das ist ein Prototyp. Wir haben dieses Design schon geschützt, also wir haben schon hier Geld investiert. Wir warten jetzt aber noch diese Messe ab, ob ich es also wirklich mache. Weil so ein Rad wird dann schon nachher für den Endverbraucher zwischen 550 und 600 Euro kosten. Weil es also sehr, sehr, ja, weil es halt teuer in der Produktion ist. Man hat einen Block und daraus entsteht nachher also das Rad. Also dann, das ist halt schon eine aufwendige Geschichte. Und wir müssen gucken, ob die Leute uns mit so einem leichten Rad in Verbindung bringen. Vielleicht bringen die Leute nur ein OZ-Rad damit in Verbindung mit einem leichten Rad. Und die wissen noch nicht, dass Thomasson sowas kann, sogar teilweise besser. Ja. Also ich finde es generell auch schon mal das Design sehr, sehr cool und auch gelungen umgesetzt. Die Frage ist natürlich, weil, wie gesagt, wir haben es ja vorhin ja auch schon gehabt bei der TN1, die meisten Kunden tatsächlich bestellen es auch in Schwarz. Wird es die denn auch in Schwarz geben? Die wird es nachher auch in Schwarz geben. Wobei, dieses Rad ist also gebrushed. Das ist von Hand gebrushed. Ne? Also nicht maschinell, ist von Hand gebrushed. Aber das Rad wird es danach in Schwarz geben, in Kupfer geben, in Bronze geben, in allen möglichen Farben, klar. Also wenn das Rad auf den Markt kommt, dann haben wir natürlich auch verschiedene Farben. Wunderbar. Ja, möchtest du uns sonst noch was mehr zeigen hier von eurem Sortiment, wo du sagst, das ist jetzt nochmal ein absolutes Highlight? Ansonsten haben wir soweit keine Neuheiten. Ich kann nochmal sagen, was unser bestverkauftes Rad momentan ist, ist auch unser leichtes Rad. Das ist die TN25, die wir in der Größe haben, 8x18 unter 8 Kilo und 8,5x19 unter 9 Kilo. Das ist also auf dem Tuning-Markt richtig, richtig gut angekommen. Und das ist eigentlich mit auch unser zweitbestverkauftes Rad nach dem TN1. Ja, ich muss auch sagen, es ist ein sehr schlichtes, aber elegantes Design. Ja. Ne? Dadurch, dass es sehr filigran von den Speichen her ist, spürt man auch diese Leichtigkeit von dem Rad. Ja. Genau. Und dann habt ihr ja noch hier nochmal ein nettes Fahrzeug hier stehen. Magst du da auch nochmal ein paar Worte zu verlieren? Wenn ich ehrlich bin, weiß ich genau gar nicht, wem das Fahrzeug gehört. Der hat aber Räder von uns drauf. Ne? Also freundlicherweise hat er das Fahrzeug uns zur Verfügung gestellt. Ne? Was natürlich auch interessant, ganz vergessen, ich hoffe, dass alle das wissen, dass wir auch Reifen haben. Ne? Also Thomasson Reifen. Ja, möchtest du da noch mehr zu erzählen? Ja, wir haben also, ich möchte auch verkaufen sogar. Also Thomasson Reifen haben wir ja jetzt seit 4-5 Jahren, wobei wir haben eine Range von 198 verschiedene Größen. Das läuft sehr, sehr gut, ist also wirklich ein gutes Produkt. Ich hab selber auf meine privaten Fahrzeuge diese Reifen drauf. Wir haben es letztes Jahr erweitert auch in Sachen Ganzjahresreifen, machen diese Reifen also auch als Ganzjahresreifen, weil wir leider sehen, dass der Trend auch viel nach Ganzjahresreifen geht. Ja, es ist ja auch so ein bisschen, der Klimawandel spielt dem Ganzen ja auch in die Rolle, weil, sag mal so, wir kommen jetzt aus dem Norden, da ist jetzt nicht so viel Schnee aktuell in Schleswig-Holstein. Ja, nee, das ist richtig, aber ich meine, wir als Tuning Menschen, sag ich mal, finden nicht so gut, dass die Leute also ein Ganzjahresreifen fahren. Ich kann es verstehen, dass man das macht, zumal man dann halt nur keinen Reifenwechsel mehr machen muss und so weiter und so fort. Aber für den Reifenhändler ist es eigentlich eine Totgeburt. Er sieht den Kunden nur einmal, ne, und kann halt keine Zusatzarbeiten am Fahrzeug durchführen. Und der Kunde kauft im Endeffekt nur einen Satz Räder, statt vielleicht noch einen zweiten Satz für den Winter oder so. Aber auf jeden Fall, wir sind den Trend mitgegangen, wir sehen den Trend. Die Leute müssen alle sparen, ne? Und deshalb haben wir natürlich jetzt auch Ganzjahresreifen in sehr, sehr vielen gängigen Größen. Wir wollen das aber noch weiter ausbauen, speziell für Elektrofahrzeuge wollen wir das weiter ausbauen, und da sind wir jetzt gerade dabei. Und Sommerreifen, wie gesagt, können wir von 15 Zoll bis 21 Zoll alles abdecken.
Das klingt hervorragend. aber wenn wir schon nochmal beim Thema sind, Ganzjahresreifen, was wären die schlagwürdigsten Argumente, die Saisonreifen eher zu wählen als ein Ganzjahresreifen? Das ist vielleicht dann nochmal für den einen oder anderen Kunden dann auch nochmal ganz wichtig. Ja, bei dem Ganzjahresreifen macht man auf jeden Fall Abstriche. Man macht Abstriche in Sachen Laufgeräusche, man macht Abstriche in Sachen Aquaplanikverhalten, man macht Abstriche in Sachen in dem Wintersport fahren. Also in dem Wintersport kann man mit einem Ganzjahresreifen nicht. Dann ist der einfach überfordert. Man kommt jetzt in normalen Gebieten, sagen wir jetzt in Nordrhein-Westfalen, wo es mal abends, wo es mal nachts ein bisschen kalt ist oder so und wir ein bisschen ein ganz, ganz klein bisschen Schnee fällt oder so, da kommt man mit einem Ganzjahresreifen klar. Aber man kann mit so einem Teil natürlich nicht im Wintersport fahren. Ist nicht möglich. Ist man der Letzte, da ist man der Letzte in der Schlange. Also man kommt dann also da nicht weg. Und im Sommerreifen, wenn man also dann auch von diesem Reifen was abverlangt, wenn jemand morgens gewohnt ist, mit 70 die Autobahnauffahrt zu nehmen, das wird er mit dem Reifen auch nicht schaffen. Also da ist er auf der letzten Rille halt ein bisschen schwächer als ein normaler Sommerreifen. Und wenn man das halt weiß, dann kann man das akzeptieren. Also ich empfehle vielleicht einen Ganzjahresreifen für ein Zweitfahrzeug. Also nicht für das Hauptfahrzeug, wo man eventuell mal im Sommerurlaub fährt oder also auch im Winterurlaub fährt. Auch ein Ganzjahresreifen hat einen etwas höheren Verschleiß, weil er etwas weicher sein muss. Er muss ja beide Komponenten eingehen. Er muss also mit einer warmen Straße zurechtkommen und er muss mit einer kalten Straße zurechtkommen. Deswegen ist die Gummimischung halt relativ weich. Ja, ich würde sagen, wenn das nicht Pro-Tipp genug war, hier vom CEO von Thomas, dann weiß ich es auch nicht. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für den netten Rundgang und eine schöne EMS auch für euch. Werden wir haben, hoffe ich. Und dann sehen wir uns vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, danke schön.